In diesem Video betrachten wir ein paar wichtige Eigenschaften der Determinante. Dabei fokussieren wir uns auf die Eigenschaft und auf die Nutzung dieser Eigenschaft und äh, verzichten auf Beweise der einzelnen Eigenschaften. Fangen wir gleich mit der ersten Eigenschaft an. Die erste Regel ist, der Wert der Determinante ändert sich nicht, wenn Zeilen und Spalten getauscht werden. Das heißt, Determinante einer Matrix ist das gleiche wie die Determinante der transponierten Matrix. Gucken wir das einmal am Beispiel an. Nehmen wir so eine 2x2-Matrix, minus 1, 2, 3 und 2, sagen wir mal. Wenn ich die Determinante berechnen möchte, mache ich das mit der üblichen Formel für die 2x2-Determinanten, äh, also Determinanten von 2x2-Matrizen. Das ist minus 1 mal 2, das ist minus 2, minus 3 mal, äh, 2 mal 3, und das ist 6, also minus 6. Und das ist minus 8. Gucken wir an, wie das aussieht, wenn ich Zahlen Spalten vertausche. Minus 1, 3, 2, 2. Und ich das gleiche mache. Das ist minus 1 mal 2 ist minus 2. Minus 3 mal 2, ist 6 ist minus 8. Gleicher Wert. Also es ist kein Beweis, nur eine, nur eine Anwendung davon. Also was wir gemacht haben ist. Zeilen und Spalten entsprechend getauscht, also die Zeilen zu Spalten gemacht und umgekehrt. Und wenn wir das tun, dann ändert sich der Wert der Determinante nicht. Die zweite wichtige Eigenschaft betrachtet Zeilen- und Spaltentausch. Und die Regel sagt, die Determinante ändert ihr Vorzeichen, wenn man eine Zeile mit einer anderen Zeile tauscht oder wenn man eine Spalte mit einer anderen Spalte tauscht. Das wiederum ist wichtig, wenn man hinterher Zeilen- und Spaltenumformungen machen würde und dann die Determinante bestimmen möchte. dann muss man daran denken, dass bei Zeilen- und Spaltentausch sich das Vorzeichen ändert. Auch das gucken wir einmal im ein Beispiel an. Erstes Beispiel, sagen wir mal diese Matrix 1 minus 1, 2, 3. Wenn ich davon die Determinante berechne, ist das 1 mal 3, das ist 3. Minus minus 1 mal 2 ist minus 2, also in dem Fall plus 2. Also Wert 5. Jetzt tausche ich einfach mal die äh, beiden Spalten. Habe also die Spalte 2, 3, 1, minus 1 und rechne wieder mit der üblichen Formel für die 2, äh, Determinante einer 2x2-Matrix. -2 das ist 2 mal minus 1 ist minus 2 minus 3 mal 1 ist also minus 3 und das ist minus 5. Und das ist auch genau das, was sein sollte, weil sich das Vorzeichen geändert hat. Hier hatten wir an der Stelle die 5 und hier haben wir jetzt die minus 5. Und was haben wir gemacht? Wir haben diese Spalte hier getauscht mit der anderen Spalte, mit der hier. Also die beiden haben wir getauscht und wenn wir das machen... Dann ändert sich das Vorzeichen hier an der Stelle. Und das ist besonders hilfreich, wenn wir auch zum Beispiel auch andere Matrizen betrachten würden. Nehmen wir mal eine etwas größere Matrix an, zum Beispiel diese hier. Angenommen, wir haben die Matrix, die Einheitsmatrix 1, 1, 1, 1. Hier stehen überall Nullen. Dann wissen wir, Einheitsmatrix hat die Determinante 1. Weil sie erinnern sich, die Abbildung selber tut ja nichts, ist die Identität. Das heißt, das Volumen ändert sich nicht. Das heißt, hier ist die Determinante 1. Und wenn wir das wissen, wissen wir aber auch, was für einen Wert die Determinante hat, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Zeilen vertauschen. Also zum Beispiel, wenn wir die Determinante bestimmen wollen von der Matrix 0, 1, 0, 0, 1, 0 0 0 0 0 1 0 und 0 0 0 1 Jetzt sehen wir, diese Matrix ist aus der oberen hervorgegangen dadurch, dass wir die erste Spalte genommen haben und die getauscht haben mit der zweiten Spalte. Also was wir gemacht haben ist, wir haben die erste und zweite Spalte getauscht und jetzt müssen wir gar nicht groß rechnen. Wir wissen, dass sich das Vorzeichen ändert und deswegen die Determinante den Wert minus 1 haben muss. Die nächste wichtige Eigenschaft ist die sogenannte Linearität. Die Determinante ist linear in jeder Zeile und auch in jeder Spalte. Und das bedeutet folgendes, zwei Teile. Erster Teil ist Verträglichkeit mit Addition. Das gucken wir mal an. Angenommen, wir wollen die Determinante bestimmen von 1 1 1 0 0 0 0 0 0 An der Stelle wissen wir schon diese Determinante ist 1. So, wenn ich darauf die Determinante aufaddiere, sagen wir mal dieser Matrix hier 1 0 0 1 0 1 und 0 0 1 so, wenn ich die beiden aufaddiere, dann ist das ist der Wert der Determinante der gleiche Wert wie von folgender Determinante: 1, 0, 0, 1, 1, 1 und 0, 0, 1. So, warum gilt das? Das ist die sogenannte Linearität, die wir da jetzt benutzt haben, so also, wie sie links steht. Was haben wir gemacht? Wir haben die Zeile oben. Erste Zeile, die ist überall gleich, also da ändert sich nichts. Ganz entsprechend die dritte Zeile, die sind auch äh, gleich von beiden Matrizen. Bei der zweiten Zeile ist es so, dass wenn ich diese zweite Zeile hier addiere zu dieser zweiten Zeile, also die Zeile 0, 1, 0 mit der Zeile 1, 0, 1, dann bekomme ich raus, Genau diese Zeile hier. Also diese Zeile hier ist genau die Summe der beiden Ausgangszeilen. Und weil das so ist, deshalb ist nach der Eigenschaft der Linearität die Determinante dieser Matrix hier gleich der Determinante von dieser Matrix plus der Determinante von der Matrix. Und diese Determinanten können wir ganz leicht bestimmen. Das hier ist die Einheitsmatrix. Also die hat die Terminante 1. Diese Matrix hier hat eine Nullspalte. Und wenn Sie sich ändern an den Entwicklungssatz von Laplace, könnten wir jetzt einfach nach dieser entsprechenden Nullspalte entwickeln. Dann haben wir 0 mal irgendwas plus 0 mal irgendwas plus 0 mal irgendwas. Das ist aber eindeutig 0. Sie können auch von der, Lin äh, auch von, der von dem Zusammenhang mit der linearen Unabhängigkeit ausgehen. In jedem Fall ist es aber so, dass wir hier eine Nullspalte haben. Und deswegen die Determinante 0 ist. Und deswegen wissen wir, dass die Determinante dieser Matrix hier entsprechend 1 ist. Weil das ist 1 plus 0. Der zweite Teil der Linearität guckt die Multiplikation einer Zeile oder Spalte mit einem Skalar an. Auch da gucken wir dann ein Beispiel an. Wir nehmen an, wir haben die Matrix 1, 1, 1, wieder die Einheitsmatrix. Da ist die Determinante 1. Das wissen wir schon. So, jetzt wenden wir die Regel an, gucken, welchen Wert hat folgende Determinante. 42, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Und hier an der Stelle haben wir ja so ein Vielfaches von der, also das hier ist ein diese 42 ist ein Vielfaches der 1 und zwar das 42fache und das können wir einmal entsprechend vor die Determinante ziehen also das ist 42 mal die Determinante von 1 0 0 0 1 0 0 0 1 und das ist 42 und Grund ist eben dass diese Zeile hier die ist nichts anderes als das ist 42 mal die Zeile 1, 0, 0. Und deswegen können wir die Regel anwenden. Das Ganze gilt nicht nur für Zeilen, sondern das gilt natürlich auch für Spalten. Die nächste Eigenschaft haben wir schon in dem Ideenvideo gesehen zu Determinanten. Und äh, das ist die Eigenschaft, dass die Determinante 0 ist. Genau dann, wenn lineare äh, Abhängigkeit zwischen den Zeilen oder Spalten vorliegt. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir diese Matrix hier, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, minus 1, 8, 2, 9, minus 3, minus 1, minus 4, 6. Hier sieht man durch scharfes Hingucken, dass wenn ich diese Spalte nehme und mit 2 multipliziere, bekomme ich die Spalte. Also, ich komme entsprechend von hier nach da durch mal 2, also ist das Doppelte davon. Deswegen sind die Spalten linear abhängig und deswegen muss die Determinante 0 sein. Die nächste Eigenschaft ist wieder wichtig für die Zeilenumformungen. Und bei den Zeilenumformungen, die wir machen, addieren wir typischerweise ein Vielfaches einer Zeile zu einer anderen Zeile. Und die gute Nachricht ist, diese Umformungen ändern den Wert der Determinante nicht. Und das gilt sogar entsprechend bei den Spalten, wenn man stattdessen einen Spalten macht. Gucken wir dazu ein Beispiel an. Angenommen, wir haben die Matrix 1, minus 1, 2, 3. So, wir bestimmen nach der üblichen Formel die Determinante, das ist 1 mal 3, das ist 3, minus, minus 1 mal 2, das ist minus 2, also plus 2 ist also 5. Und wenn wir jetzt einfach die erste Zeile wieder hinschreiben und jetzt bei der zweiten Zeile sowas rechnen würden wie zweite Zeile plus erste Zeile, dann steht hier entsprechend an der Stelle 1 plus, ne, minus 1 plus 1 ist 0, 3 plus 2 ist 5. Und wenn ich jetzt davon die Determinante bestimme, ist das 1 mal 5 minus 0 mal 2, ist also 5 minus 0 und das ist auch 5. Also die entsprechenden Umformungen ändern den Wert der Determinante nicht. Ebenfalls zu den Umformungen gehört die folgende Eigenschaft, die total praktisch ist. Und zwar, das ist, dass wir die Determinante bei einer oberen oder unteren Dreiecksmatrix übrigens auch direkt an der Hauptdiagonale ablesen können. Also, mit den Zeilenumformungen stellen wir typischerweise so eine obere Dreiecksmatrix her, so eine Zeilenstufenform. Und äh, bei der oberen Dreiecksmatrix können wir die Determinante einfach als Produkt der Einträge auf der Hauptdiagonalen. Ähm, ablesen. Gucken wir das einmal am Beispiel an. Angenommen wir haben minus 1, 2, minus 3, 0, 0, 4, minus 2, 1, 0, 0, minus 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 und 5 sagen wir mal. Dann können wir jetzt an der Stelle erstens feststellen, dass wir eine obere Dreiecksmatrix haben. Obere Dreiecksmatrix heißt alle Einträge unterhalb der Hauptdiagonalen. Die Hauptdiagonale ist das hier. Alle Einträge darunter. Die hier sind 0. Also das ist alles 0. Das ist gut. Das heißt, wir haben eine obere Dreiecksmatrix. Und jetzt ist die Determinante einfach das Produkt der Einträge auf der Hauptdiagonalen. Das heißt, das ist in dem Falle... Minus 1 mal 4 mal minus 3 mal 5. Und 4 mal 5 ist 20, 3 mal 20 ist 60. Die entsprechenden negativen Vorzeichen heben sich auf, also die Determinante hat den Wert 60. Und wenn Sie sich fragen, warum das gilt, das können Sie sich ganz einfach klar machen, indem Sie entwickeln würden nach der ersten Spalte. Wenn ich nach der ersten Spalte entwickle, habe ich hier diesen Eintrag, der hier steht, die minus 1 mal der Determinante von der Matrix, die entsteht, nämlich ich den Rest angucke, also diese äh, Matrix. Wenn ich die wieder entwickeln, würde ich den Eintrag nehmen, der hier steht, immer mit positivem Vorzeichen, ähm, und multiplizieren mit dem Wert der Determinante, die hier steht und so weiter. Und äh, dann würde ich entsprechend auf diese Weise eben das Produkt der Einträge auf der Hauptdiagonalen erhalten. Die letzte Eigenschaft haben wir auch schon gesehen, also nur der Vollständigkeit hier nochmal mit drauf, dass der sogenannte Multiplikationssatz, wenn ich zwei Matrizen A, B habe, dann ist die Determinante des Produkts der Matrizen A mal B gleich dem Produkt der Determinanten, also Determinante A mal Determinante B. Warum ist das so? Sie erinnern sich, das war die Hintereinander-Ausführung von Abbildungen. Wenn ich zuerst einen Vektor mit b multipliziere, dann skaliert die entsprechend mein Einheitsquadrat. Und wenn ich das danach nochmal mit a multipliziere, skaliere ich wieder und die Gesamtskalierung ist einfach das Produkt der beiden Skalierungsfaktoren. Deswegen gilt der Multiplikationssatz. Diese Regeln, die wir jetzt gesehen haben, sind sehr praktisch, um Determinanten schnell sehen zu können, schnell bestimmen zu können. Gucken wir dazu nochmal ein Beispiel an zum Abschluss. wenn wir von dieser Matrix die Determinante bestimmen wollen, dann fällt uns vielleicht auf, dass die nicht die obere Dreiecksform hat, keine obere Dreiecksmatrix ist, aber dass wir die relativ leicht herstellen können. Wenn wir einfach diese Zeile hier mit dieser Zeile hier tauschen würden, also zweite und dritte Zeile, wenn wir die einfach tauschen, dann haben wir eine obere Dreiecksmatrix. Und wir wissen aus den Eigenschaften der Determinante, dass wenn wir zwei Zeilen vertauschen, sich das Vorzeichen der Determinante ändert. Das heißt, ich schreibe jetzt ein Minus davor und tausche jetzt einfach diese beiden Zeilen. Das heißt, das, der Wert der Determinante ist das gleiche wie mit negativem Vorzeichen der Wert der Determinante dieser Matrix. 3, 2, minus 3, 0. Jetzt haben wir die 0, 2, minus 2 minus 1. Dann die 0, 0, minus 1. 0 und dann 0, 0, 0, 7. So, und da hatte ich eben entsprechend einfach die Zeilen getauscht. Also das ist die neue dritte, das ist die neue zweite Zeile. Und jetzt haben wir die obere Dreiecksform hergestellt und wir wissen aus einer anderen Regel, dass sobald wir die obere Dreiecksform haben, dass wir dann einfach die Elemente auf der Hauptdiagonalen multiplizieren können. Das heißt, wir können einfach für den Wert dieser Determinante die Elemente auf der Hauptdiagonalen multiplizieren. Also das Ergebnis ist dann gleich minus, das Vorzeichen bleibt erstmal erhalten, so Wert der Determinante hier ist 3, ich es einmal hin, 3 mal 2 mal minus 1 mal 7, so und der Wert in der Klammer, das ist also minus 3 mal 2 ist 6. Mal 7 ist 42, also minus 42. Und deswegen ist der Wert der gesuchten Determinante 42. Und das ist eben so ein Beispiel dafür, wie man verschiedene Eigenschaften der Determinante äh, kombinieren kann, um schnell Determinanten bestimmen zu können.